Also wir sind auf jeden Fall hier richtig. Hier ist die Lounge für den Horn. Auf geht's. Jetzt geht's nämlich in die Bau Casals. 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 Was L spricht man nicht mit, heißt Musica. Casals. Jetzt hat er mir eben so deutlich erklärt, guck mal, hab ich schon wieder vergessen. Ich wieder, ne? Aber auf jeden Fall heißt es übersetzt Musica. Ich lass mir das gleich nochmal sagen, wie das richtig heißt. Also wir sind auf jeden Fall hier richtig. Hier ist die Lounge für den Horn. Auf geht's. Una luz entera, la idea de meca. Naja, ist ja immer wieder was Spannendes. Eine neue Lounge? Was gibt's da für einen Service? Haben die was Besonderes? Da hat man dann schon Lust zu. So, das Wichtigste, was man natürlich für jede Lounge braucht, ist sein Kärtchen. Und natürlich auch die Karte, das heißt die Bordkarte, die dann natürlich verrät, habe ich da überhaupt Zugang? Und das wollen wir jetzt mal sehen. Also. Schon mal eine grundsätzlich schöne Atmosphäre. Naja, in Spanien muss man immer ein bisschen länger warten, bei all den Dingen, weil viele Sachen müssen noch diskutiert werden. Hat man einen Zutritt, hat man keinen Zutritt? Ist das die richtige Lounge? Gibt es noch eine andere Lounge? Ich meine, das müsste ich auch mal fragen. Gibt es noch eine andere Lounge? Ne? Naja, und dann natürlich die Statusabhängigkeit. Das kennt ja vielleicht auch jeder mal. Dass man dann irgendwo ankommt und dann heißt es, ja, hier haben Sie keinen Zutritt. Ist mir auch schon mal in Amsterdam so gegangen. Ne? Da war ich dann, da wollte ich in die KLM Lounge und es hieß, die KLM Lounge wäre frei, aber das war dann gar nicht so. Hola! Das ist so die Situation, dass man dann warten muss eine längere Zeit, weil das ist Spanisch, das ist normal, völlig, überhaupt kein Thema. Da wird dann diskutiert, das heißt zwei Leute, drei Leute, vier Leute sitzen zusammen und dann fragt der eine Kollege den anderen Kollegen und die Kollegin wird noch dazu gerufen, jetzt sind da also vier Kollegen und die diskutieren jetzt mit einem Gast, ob das richtig ist, weil da steht was handschriftlich drauf und eigentlich braucht man ja nur diesen Code, ne? Den braucht man drauflegen, dann müsste es klack machen und dann geht man rein, aber hola. Ich meine, auch alle überfordert. 24/7 digital, sage ich nur, ja? Diese Mitarbeiter müssen ja auch durchgehend hart arbeiten. Manchmal extrem viel. Vielen herzlichen Dank. Gives there some difference for first class guest or business class guest? No, or it's all the same. Same? Yeah, all the same. Okay. Do you have a shower room? Yes. And when I want to go to shower? Just come here, we will give you the towel for you. I come here to the, yeah, can I take the towel now also? Yeah, yeah, it's better, but that's all right. When many people coming, I don't know, what is the frequent time? Ne? Yeah. Okay. Ich lasse mir schon mal gleich einen Shower mitgeben, denn die Shower wollen wir uns auch mal ansehen. Ihr wollt auch mal sehen, wie man da duschen könnte, ne? Also ich habe jetzt heute schon geduscht, aber da kriegt man so ein schönes Package und da gehen wir mal schön duschen. Man muss sich dann gewöhnen, das ist Spanisch, das ist locker, man muss das ein bisschen locker sehen. Una loca. Loca, loca. Okay. Yes, oh, I follow her. Jetzt werde ich direkt in die Dusche eskortiert. Ich meine, das ist schon wirklich, das ist ein Wow. Das ist sensationell. Ja, die Menschen duschen ja auch an den Airports wie verrückt. Ich meine, das mache ich ja auch gerne. Es kann no problem, wenn I can wait, I have drink a coffee. Okay. Oh. No. Vale, a ella. Ah, perfect. Okay. Ah, es gibt also was. Es gibt also unterschiedlich. Es gibt also was für Behinderte, also für mit Handicap, für Babys, für Männer. You have different showers for ladies too?
And well, no one. It's two showers. For men. Yeah, yeah, yeah. It doesn't matter. It's for men. Thank you very much. Thank you. Was a pleasure. Muchas gracias. De nada. De nada. Guck mal, schon bin ich. Schon bin ich hier, schau mal rum. Ich meine, das ist doch auch ein gewisser toller Service. Da kann man doch machen, was man will. Man geht an den Flughafen, da geht man zur Rezeption und dann sagt man, aber ich mal gern duschen. Und dann kriegt man ein Handtuch. Ich meine, mit allem drum und dran, das sieht so aus. Ich zeige euch das mal genau. Und dann zeige ich euch jetzt erstmal, wie das hier aussieht in dem Schauberum. Also, das ist toll. Wirklich, persönlich hier eskortiert, freundlich Personal, man kann das nicht anders sagen. Also ich finde das freundlich. Hat ein bisschen gedauert, man musste ein bisschen warten, aber im Endeffekt minimal, oder? Und danach gibt es was Schönes zu essen. Ich dusche jetzt natürlich nicht, aber nett. So, jetzt die Bilder für euch. Luna, Luna de nadie, ella de lo lejos, una luz entera, la idea de Meca. Te vi por la noche, ella estaba en la entrada, y las campanas sonar, y me digo ya a mí mismo, que es la puerta del cielo, ella enciende una vela, es muestra del camino, suena voces en el corredor, y yo te dije cien. Bienvenido Hotel California, such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Bienvenido Hotel California, such a lovely place. So, also das Duschen war sehr nett, ging ja sehr schnell. Und wisst ihr, was ich das Tollste fand? Es geht die Tür zu, Achtung, und dann ist sie zu. Man kommt da nicht mehr rein. Wisst ihr, was ich das Tollste an diesem Duschen fand? Ich geh mal ein bisschen ins Helle, genau. Das Tollste fand ich diese Tüte, weil das ist eine Zuschweißtüte, die kann man also mitnehmen. Komm, ich will euch mal zeigen. Diese Schweißtüte, nicht Schweißtüte, sondern Plastiktüte, ja, ist ein richtig großes Teil. Und jetzt stell mal vor, ich gehe jetzt zur Security und nehme diese Plastiktüte mit. Da kriege ich 100 Dinge rein. Das muss ich mal machen, das ist ein kleiner Gag. So, jetzt schauen wir uns mal die Lounge an. Und dann gibt es was Schönes zu essen. Und dann geht es ja schon wieder an Bord. Geht ja alles ratzfatz. Vamos a ir llamando, desde yo para despertar. Vamos a para decir, bienvenido hotel, California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Bienvenido hotel, California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. El espejo en el techo, champaña en el hielo. Y ella dijo, somos todos prisioneros. Y en los cuartos principales, hacen sus siestas. Ataca a la bestia con sus puñales, pero no logra matar. Mi último recuerdo. Eigentlich wieder mal ganz einfach. Bau Casals. Musica. Völlig simpel und einfach. Ich denke die ganze Zeit, was duftet hier denn so? Ich meine, wenn man mal schaut, was die hier an süßen Sachen da haben. Also, das ist schon toll. Also, was soll man sagen zu dieser wundervollen Lounge? Ich habe ja schon gesagt, wundervoll. Also die Bau Casals Lounge hier in Barcelona hat eigentlich grundsätzlich erstmal alles zu bieten, was man sucht. Es gibt Duschen, es gibt was zu essen, was zu trinken. Ich habe sogar gesehen, es gibt, das könnte so spanischer Sekt sein. Das will ich mal probieren und dann nehme ich euch jetzt so mit und dann schauen wir mal, wie ist die Qualität, wie ist das Ganze, aber ich glaube, wieder eine gute Zeit getroffen zu haben, denn im Moment ist es auf jeden Fall nicht so voll und das ist schon sehr angenehm. Denn ich glaube, wenn diese Lounge voll ist, auch dieser Flughafen so in den Sommerzeiten, da ist hier ganz schön was los. So, und jetzt gehen wir erstmal eine Runde gucken. Fangen wir mal an. Ich bin in der Kaffeebar. Hier gibt es Brötchen, belegte Brote, es gibt hier diverse Joghurts, Milchreis, noch ein Joghurt, das ist so ein Tiramisu hier.
viel. Und naja, noch ein paar Getränke. Wir fangen jetzt aber erstmal hier mit diesen eingepackten kleinen Sandwiches an. So, ich habe mal ganz kurz umgestellt, denn ich meine, wir sind ja hier fleißig am Arbeiten, aber das ist ja großartig, damit wir hier unseren Service bekommen können. Ich habe mal hier so ein Brötchen aufgemacht, bin hier also mitten im Geschehen, hier also rechts und links die Kaffeeküche, das liebe ich sowieso am meisten, wenn das ein bisschen rund geht. Dann wisst ihr wenigstens, das ist echt, das ist real, das kennt ihr doch vom Horn, ja? Hier ist immer alles echt, hier gibt es keine Fakes oder sonstiges. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie schmeckt das? Beiß ich da mal echt rein? Also, das ist Serrano-Schinken in einem süßen Brötchen. Sorry, ich kann viele Dinge essen, aber das geht auf gar keinen Fall. Dann habe ich hier Grub, das heißt, es ist ein Grub Meat. Das dürfte also auch etwas ganz Feines sein. Naja, also, es riecht jetzt so, ihr wisst ja, man muss ja immer die Nase einsetzen. Wenn man die Nase eingesetzt hat, dann entscheidet das Gehirn, soll man da reinbeißen oder soll man da nicht reinbeißen. Also ich sage, das ist ja eine Art Fisch. Und dieses Fisch-Surumi, haltbar bis zum, auf jeden Fall schon überschritten, das kann man auf keinen Fall essen. Sorry, das kann man nicht essen. Das ist auf jeden Fall ungenießbar. Das war schon sauer. So, was haben wir sonst noch? Es gibt, auch für die Vegetarier, ja, guck mal, es gibt was Vegetarisches. Es gibt ein vegetarisches Menü. Das ist ein Sandwich Centeno Vegetal Huevo. Also das ist richtig was Vegetables. Da ist leider, sagen wir mal, die Brotsubstanz schon recht, da muss ich jetzt, das ist schon so feucht, das muss ich mal kurz abstellen, das trieft schon. Naja, das ist, würde ich sagen, das kann man essen, aber da muss man auch wirklich den Mut und die Lust zu haben, da wirklich reinbeißen zu wollen. Ich gucke nochmal, ob es was gibt, was ein bisschen, ja, guck mal, das ist doch besser. Ja, also ich würde sagen, das eine, das war eben vielleicht schon ein bisschen länger drin. Das ist alles schon, das hat ja alles ein Ablaufdatum. Und jetzt muss ich mal gucken, vom Ablaufdatum, ob ich da noch was finde. Also, ich würde mal sagen, das ist in Ordnung, das ist lecker, das ist köstlich. Da kann man sich bedienen. Aber für den Horngaumen habe ich hier noch nicht so viel finden können. Ich rutsche mal ein Stück weiter. So, habe ich das gut eingestellt? Ja. Guck mal, hier haben wir eine Abteilung. Das ist doch ein Wahnsinn. Also, das ist ein Vanilletrink und das ist ein Fraser Erdbeer. Also Erdbeerdrum. Dann haben die hier einen Mokka-Kakao. Wow. Gibt es noch was anderes? Ja, und es gibt noch also einen mit Kakao-Kaffee. Und die haben noch eine richtige Schokolade. Also ich meine, da bin ich ja Genießer. Habe ich hier einen Gläser? Ich glaube, wir haben gar keinen Gläser hier, aber das ist nicht schlimm. Ich will hier auch mal nur mal probieren. Sehr schokoladisch. Also das ist natürlich ein klassisches Convenience-Produkt. Das kann man ja überall auch kaufen. Ist jetzt nichts Besonderes. Normaler Kakao, bisschen kalt, immer ein bisschen Eis dazu, vielleicht noch einen kleinen Schuss, irgendwie einen Schuss Rum rein. Großartig. Also echt der Mokka. Also das ist außergewöhnlich lecker.
Bisschen süß, aber gut. Und hier haben wir noch ein... Oh, das ist ein ganz feines Teil. Gut geschüttelt. So, also das waren jetzt drei schokoladische Fruchtgetränke, die interessant waren, die Freude gemacht haben und die, ich sagen würde, also das solltet ihr auf jeden Fall mal probieren, das ist ganz lecker. Und wenn man noch einen kleinen Sack, einen kleinen Cognac da rein macht, lecker. So, kommen wir diesen, oder brauche ich noch kam gerade großzügige Hilfe. Ich habe gesagt, wo ist denn der Öffner, damit er nicht entwendet wird. Oha, und jetzt mal Hobby. Das funktioniert. Geöffnet. Funktioniert alles großartig. Erdbeermilch. Ich meine, das ist eine normale Erdbeermilch. Die gibt es wahrscheinlich wirklich überall. Wahrscheinlich in unterschiedlichen Konsistenzen. Schmeckt so, wie ich es erwartet habe. Und das ist die Vanillemilch. Schmeckt auch so, wie ich es erwartet habe. Lustig ist, ich stehe an so einer Bar, wo man auch als Gast hinten dran gehen kann und sich praktisch Sandwich und so weiter holt. Und mittlerweile stehen hier schon so ein paar Leute, die natürlich zusehen, was ich hier so treibe, sich darüber amüsieren und denken, guck mal, dieser verrückte Horn Circle Member, der lässt sich das richtig gut gehen und genießt das Leben. Naja, ich meine, als Bruder Tuck der Horn Circle Member, habe ich ja auch sozusagen ein bisschen was zu kredenzen. Ne? Ich muss ja sehen, dass das auch alles stimmt. Also das hat mir gut geschmeckt, das gefällt mir gut. Es ist sehr künstlich, aber gut irgendwie. Großartig. Ich würde sagen, ein bisschen mehr gekühlt, komme ich in diese Bar auf jeden Fall wieder zurück. Jetzt brauche ich mal was Handfestes. So, ich habe mir jetzt mal ein bisschen Futter geholt, also richtig was Kleines, Feines hoffentlich, nämlich Reis. Bei Reis kann man nicht so viel falsch machen. Gut, man könnte ihn verkochen, aber